So Leute, da sind wir wieder, mal wieder mit einem Anruf, diesmal von Annette Picknicker. Hallo Silva, hier ist Annette. Wie stehen die Dinge? Wie geht es deinem Pokémon? Ich halte meine Doran weiblich in Topform, indem ich regelmäßig Pokémon Center besuche. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, einen Knuffenser zu fangen. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht. Bye bye. Okay, klick, tut, tut. Annette sollte unbedingt was gegen ihren scheiß Raucherhusten machen. Und ihr hört es wieder dabei, ist... Morphus, aber du musst mich vorstellen. Hab ich doch. A king must say that he's a king, is not a king. I'm a vampire, not Moment, a vampire. Wo sind wir? Vampire. Wir sind schon wieder im Leuchtturm. Laufen nochmal hoch. Und zwar, indem wir runterfallen. Okay. Indem wir dann da... Es ist viel geschehen ohne meine Wenigkeit. Ja, hättest du die Folgen geguckt? Also bis auf die letzten, die konntest du nicht gucken. Hab ich ja. Alle? Heute die auch? Nee, die nicht. Ja. Süß. Ging ja auch nicht, die kamen, als wir uns getroffen haben. Das ist schön, also, wie die Musik sich ändert hier in diesen... Theoretisch, Leute, die gestrige Folge. Schön wäre es, wenn sie hier sich ändern würde. Also rein. So, also, Jasmin. Wird diese Arznei Amphi helfen? Nein. Ich verstehe. Amphi, halt durch. total sehr word. Freundlich. Wird diese Arznei Amphi helfen? Ja! Die wird helfen. Silver übergibt Jasmin den Geheimtrank. Jasmin, sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Ja, ich möchte ein Pokémon noch nicht in Rachen fassen müssen. Jasmin. Amphi. Was hast du gesagt? Gar nichts. Amphi, wie geht es dir? Warte, jetzt hören wir bestimmt den Ruf. Palu, Palulu. Palu, Palulu. Nicht so frech. Ich sag gleich mal was über deine Mutter. ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich gehe in die Arena zurück. Wie, das war's? Kein Küsschen, irgendwas? Ja. Kein Küsschen, irgendwas ist geil. Sie läuft da oben raus. Das heißt, sie nimmt auch die Abkürzung. Weißt du, diese. Sie nimmt nicht die Treppe. Warum denn überhaupt? Warum denn? Man kann sich doch auf unter Löcher stürzen. So. Sehr schön. Ja, ich habe zwei Sachen nicht gemacht. Erstens wollte ich mir Aprikoko Grün holen. Das habe ich nicht gemacht. Ach, macht ja nichts. Vielleicht kommen wir heute noch dazu, noch eine zweite zu holen. Dann können wir am Ende der Folge vielleicht die Aprikoko Grüns. Ne, wahrscheinlich eher morgen. Aber dann können wir die Aprikoko Grüns abgeben. Und was wir auf jeden Fall auch nicht gemacht haben, ist trainieren. Aber wir hauen Flame mal rüber. Also, du siehst, unser Hapsi hat sich ein wenig weiter gebasht, weil Kampfarena. Ja, sehr gut. Und Mrs. Leaf ist immer noch... Vogel ist effektiv gegen Kampf? Natürlich. Flug ist effektiv gegen Kampf. Ultrigaria wird sich erst auf Level... Ich habe entschieden, auf Level... Die brauchen Blattstein, oder? 34 oder 36... Nee, 37, glaube ich, erst entwickeln, weil es nur dann Rasierblatt erlernt. Und als Arzenia wird es noch später. Also, eigentlich ist Pokémon total blödsinnig mitzuschleppen. Habe ich eigentlich alle... Waren die jetzt alle voll? Nee. Flino nicht. Flino braucht noch ein Level zum Entwickeln. Dann wird Flino zum Morlord. Morlord ist cool. Ja, aber Flino. Hast du es umbenannt oder was? Nee. Nein. Wir fangen mal wieder an zu singen. Wir sind natürlich in Top 4. Wir haben heute schon ein bisschen gesoffen, deswegen. Ja, Bitter Lemon ohne Ende. Mein Glas ist schon wieder leer. Arn. Wollen wir zu Arne? Arno. Jasmin setzt den neu entdeckten Typ Stahl ein. Ich weiß nicht viel darüber. Oh, danke. Ich das ist so wünschte, nützlich. Ich hätte dieses Gespräch schon vorher mit dir geführt. Und hier können wir uns nicht mal vorher austoben oder trainieren, weil hier ist nur Jasmin. Sehr schade. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Bitte, auf bitte. Dem Leuchtturm, aber egal. Erlaube mir, mich vorstellen zu dürfen. Lass mich raten, du bist Jasmin, du bist die Arenaleiterin, du kämpfst mit Stahl-Pokémon. Ich bin Jasmin, eine Arenaleiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein.
Hast du von diesem Typ schon gehört? Nein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Nein. Welchen Typ meinst du? Meinst du den Typ, der hier vorher aus deiner Arena rauskam? Ja, der hat gesagt, du bist nicht da. Von diesem Typ schon? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Ja, das kann man von dem Rothaarigen-Typ auch sagen. Ja, sag ich ja. Darf ich beginnen? Nein. Nee. Das ist so eine Frage und kein Ja-Nein-Auswahlbox. Sehr, sehr niedlich. Leiter Jasmin möchte kämpfen. Leiter Jasmin. Jasmin ist eine Leiter. Chip-Magnetilo. Nee. Wo ist dieser Typ erst entdeckt? Also der Stahltyp. Ja, man hat jetzt erst entdeckt, dass Magnetilo nicht nur Elektro ist. Genau, sondern auch Stahl. Sehr, sehr geil. Okay, ihr seht, der Levelunterschied ist natürlich extrem. Aber unsere Effektivität ist Donnerwelle. Sehr, sehr schade. So, ich hab kurz in der Sekunde. Ja, natürlich. Ich bin paralysiert. Das ist nicht so gut, denn jetzt ist Magnetilo schneller als Flame. Und es macht... Oh shit. Natürlich auch noch sehr viel Schaden. Beere. Sag mal, wo sind denn die ganzen... Achso. Ich dachte, es begann da. Es begann da. Flame ist mir egal, ob das bitter ist oder nicht. Das macht uns... Okay, ich dachte, er setzt vielleicht irgendwas anderes ein oder verwirrt uns oder so. Also das war jetzt gerade sehr... Also ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Ich überlege gerade... Los, Felino. Felino. Mogelbaum. Schlamm? Nee, Aquakin. Es kam Ultraschall. Oh, was ist denn los? Slam hat nur eine Trefferquote von... 80, glaube ich. Verwirrt. This cannot be. Ich hätte es die ganze Zeit davon nutzen können. Weil Felino ist halt, hat halt schon den Bodentyp. Das ist halt ziemlich cool. Sehr, sehr geile Typenkombination. Sehr, sehr geil. So, wir haben schon die Hälfte unserer Items und 8 Pokémon verloren und sie ist immer noch bei Magnetilo. Aber ist okay. Wir allerdings sind wir gewappnet. Nicht mehr paralysiert und dadurch sind wir wieder schneller. Volltreffer auch noch. Unnecessary Crit was unnecessary. Sehr, sehr geile EP. Stalus. Das war so klar. Nee. Na, ich glaub auch nicht. Na. Nein, ich glaub nicht. Kannst du schon Flammenrad? Na. Na. 32 erst. Wenn mich nicht alles platt. Sehr, sehr brutales Level. Sehr, sehr brutal. Ja, wir sollten vielleicht. Na, so schlecht ist es ja gar nicht. Kein Wurf. Genau. Tschüss. Tschüss, Flame. Tschüss. Warum ist Stein effektiv gegen Feuer? Weil du mit Stein Feuer ausmachen kannst. Wirf ganz viele Steine auf das brennende Haus. Werf den Käse. So ungefähr. Mogelbaum. So. Stein sehr, sehr geil. Fusskick. Fusskack. Ich glaube, Fusskick ist sogar gar nicht mal so blöd. Let's try it. Vielleicht hätte ich aber auch als allererstes einen Zertrümmerer. Der ist zwar nicht so stark, senkt aber die Verteidigung eventuell. Oh, Jesus. Also ich kann mich erinnern, also damals... wenn wir komplett besiegt werden, sage ich, wir gehen erstmal trainieren eine Weile. Dann werden wir oben die Trainer, die du ausgelassen hast, einfach noch zerstören. Ja. Was ist denn Baumwollsaat? Senkt die Initiative sehr stark. Ach, es hat Boden als zweiten Typ. Kreideschrei. Warum schreit es mich so an? Kreideschrei. Ja, genau. Warum schreit es mich so an? Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ja. Wir haben noch die Kraftwurzeln. Die Kraftwurzeln können unser Pokémon wiederbeleben, oder? Oder heilen die nur 200? Ausgezeichnet. Vielleicht schaffen wir das sogar. Warte, ich schaff's jedenfalls nicht. Ja, aber dadurch, dass XD. Okay, wir haben noch Energiestau, Kraftwurzel, nein, Heilbruder. Das ist wirklich bitter, dass wir nichts zum Wiederleben haben. Ja, was machen wir? Seid ihr alle Statusprobleme? Ich finde, besiegt ist auch ein Statusproblem. Du hast auch so ein Statusproblem, oder? Okay, tackeln wir einfach mal einen Stalos. Ja, ich glaube, wir haben gerade einen Schaden gemacht. Ich wollte nur dieses Bümpe 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 nicht mehr hören. Das war alles geplant. Das ist Bümpe Bümpe Bümpe.
Ja. Los, Ultrigaria, immer noch mein Favorit im Team und... Und trotzdem total sinnlos. Starre Spore wäre natürlich jetzt sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr. Noch weiter die Geschwindigkeit halbieren. Noch weiter halbieren. Noch weiter halbieren, ja genau. Sehr, sehr schmerzhafter Eisenschweif. Kannst du bitte nicht Kanon mit mir reden? Oh doch. Oh nein. Aha. Aha, bitte. Okay, Fliegen, komm, Nats ihn richtig. Es kann sein, dass Unlicht hier noch eine spezielle Attacke war. Mach doch Fliegen. Halt. Fliegen ist lustig. Tschüss. Nächste Runde ist er wieder paralysiert und kann nichts durchbringen, oder wie? Das wäre jetzt sehr, sehr geil. Komm, so können wir ihn auch besiegen, oder? Reichen 15? Fuck, ey. Tschüss. Warum ist er immer dann paralysiert? Was er Runde davor hätte er paralysiert sein können. Und jetzt natürlich wieder nicht. Irgendwann hat er einfach keine. Hapsi wurde besiegt. Silber hat kein kampfiges Pokémon mehr. Silber fällt in Ohnmacht. Sehr, sehr schade. Dann gehen wir halt trainieren. Ja, sie sind geheilt. Jesus. Wer wollte sich denn da oben an den Pokémon vorbei, an den Trainern vorbeischleichen? Ich wollte das nicht, du hast mich gezwungen. Du hast damals gesagt, es gibt halt kein Armbrot. Ich erschieß dich, wenn du das machst. So ungefähr habe ich es gesagt. Ungefähr in diesen genau den gleichen Worten. Deswegen sitze ich jetzt auch hier, ne? Na, ich hätte dich erschossen, wenn du nicht, wenn du nicht vorbeigelaufen wärst. Ich bin so vorher. Ich glaube, er ist besoffen. Das ist nur eine Vermutung. Ja, er steht vor allem vor Olivianer City und sagt, er wäre in Olivianer City. Kuss. Lenz. Justus. Us war schon mal gut. Bam, bam. Quapputz. Das ist natürlich perfektes Training für unser Flame. Sehr, sehr gut. Setz es ein. Oh, das war unfassbar. Sehr, sehr effektiver Attacke. Sehr, 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 sehr effektiv. Ja. Ja, ihr merkt in der Zeit, wo Morphos nicht da war, aber das macht doch nichts. Es hat sich nichts an unserer Blödheit verändert. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Sehr gut, das war gut. Quapputzi. Warum ist Pflanze effektiv gegen Wasser? Das muss mir mal jemand erklären. Pflanzen können Wasser aufsaugen. Ja, Karl. Karl. Radikal. Sowas tötet Menschen. Hat Normal eigentlich eine Schwäche? Ja, Kampf. Normal hat nur keine Stärke, also nichts ist sehr anfällig gegen Normal. Weil die Attacken sind halt alle nur normal. Na, normal. Ist ja normal, ne? Ja. Das hatte ich voll normal. Also mit Zuckruck-Hieb hat es schon... Huckruck-Zieb heißt das. Aber ohne ist es halt schon krass langsam. Flame versucht. Nichts zu erlernen. Nichts zu erlernen. Welcher Tag soll für nichts vergelten? Ich bin doch blöd. Barty hatte doch fast ein neues Level. Krabbe. Krabbe, 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 krabbe. Ja, ja. Fragen hier. Bitch slap. Heißt das? Har, har. Ich bin der Teufel. Har, har. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Blume und du wirst gepflückt. Gepflückt. Man könnte jetzt natürlich sagen, was ich versuche oder so, aber man könnte es auch einfach nehmen. Ich gucke einfach gerade, ob ich irgendwas Nützliches habe, was man beim Gesundheit mit Gregaria beibringen könnte, aber glaube nicht. Erinnere mich nach der Aufnahme mal dran, dass ich versuche, auf die Taste das Mikrofon zu legen. Mhm. Die haben wir schon gekämpft, aber den Onkel haben wir noch. Und da müssen wir noch im Gras ein bisschen trainieren. Wenn ich mit meinem Pokémon angebe. Ach, das ist so ein Poke-Fan, wa? Ja. Poke-Fan Sönke mit seinem Söhnchen. Mit seinen Pokémon vor allem angeben. Ja. Pika! Pika, Pika! Kitschau! Da, 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 da.
So richtig schön angegeben. Also ich muss mal sagen, shoot angegeben. Ja. Shoot. Das ist halt wie halt eigentlich, ne? Warst du eigentlich zwischendurch mal nach Hause und hast dich mal umgeguckt, wie es zu Hause eigentlich so aussieht? Das ist eine verdammt gute Idee. Warst du mal nach Hause? Warst du mal nach Hause? Ja. Mogelbaum. Silber steigt auf Vati. Per Ampharos kann ich mir das schön vorstellen. Write it into battle. So, mal gucken, was unsere Mutti uns alles Schönes gekauft hat. Mach mal. So. Geh mal zum Computer. Ja. Sprich ihn an. Silber schaltet den PC ein. So, jetzt bis auf Dekoration. Bett. Bett. Okay, Federbett. Das ist schon. Okay, Poster. Haben wir auch nichts Neues? Ornament. Die Wanderpuppe. Das heißt, sie hat nur die Glumanda-Puppe und... Ne, dann muss man mal gucken. Geh mal auf Item aufnehmen. Niedlich! Sehr bezaubernd. Glumanda-Puppe. Stimmt, Glumanda-Puppe. Supertrank und Schutz hat sie uns gekauft. Krass. Mama? Danke. Du bist super. Verkaufen. Mama verkaufen. Wie Harald. Das ist der Brief, den Hapsi hatte. Ach ja. Hat sie vergessen abzugeben. Sehr, sehr niedlich. Sehr, sehr niedlich. Sehr, sehr. Quatsch mal, machen wir mal an. Lass was essen. Hi, willkommen. Ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Da war auch gar nichts aufzuräumen. Ich war nicht da. Ist wegen deinem Geld? Ist die Sommerzeit vorüber? Nein. Gib immer dein Bestes. Danke, okay. Mama. Du bist so nützlich wie, weiß ich nicht. Okay. Flieg mal nach Teak City. Nach Teak? Teak City Life. Ne? Ja. Gut. Weg sind wir. So, was wollen wir jetzt? Nach Westen. Gehst du nach Westen, nach außen? Nach draußen, also runter? Oder Westen? Norden. Westen. Nein, Norden. Westen. Okay. Du bist so ein... Ja, und du erstmal. Mhm. Und jetzt ins Gras, wir wollen noch trainieren. Du willst mit Wildmon trainieren? Wir haben keine Trainermon mehr. Also irgendwo. Die einzigen Trainermon, die wir noch hätten, wären die auf der Wasserroute und die haben Wasser-Pokémon. Wir wollen so Feuer-Pokémon trainen. Na gut. Du musst es fangen. Mach ich. Du musst es fangen. Also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, also Porenta ist eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Es ist ein fucking Porenta mit einer fucking V-förmigen Monobraue und einer Lauchstange. Und es guckt böse. Geh mal rüber zu den Bällen. Ich weiß nicht, also Porenta ist schon ein sehr geiles Pokémon. Sehr. Oh, ich glaube, wir tauschen Ivita gegen Porenta aus und trainieren Porenta nochmal hoch dann. Ja, wenn du das gerne möchtest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir werden einfach mal ein bisschen offscreen trainieren nachher, nach der Folge. Mhm. Dann können wir nämlich auch mit dem... Und dann machen wir das einfach mal so. Weißt du nicht, dass, wenn mich nicht alles täuscht, Stachelspure gar nichts bringt? Für die Fangchance? Das weiß ich gar Schlafen. Nicht. Ich weiß Schlafen. Schlafen und eingefroren, glaube ich nur. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Offenbar. Hättest du es mal nicht gesagt, ne? Offenbar. Okay, soll ich jetzt mal nichts sagen? So schwer das klingt, aber... Okay, Fast, das ist egal. Hier, probier du. Ich würde es jetzt so feiern, wenn es drin bleibt. Warum haben wir eigentlich Ultrigaria drin? Gegen naja, ein Flug-Pokémon. Na, ich habe deswegen Stachelspur. Warum hast du nicht Schlafpuder eingesetzt? Kann das auch Schlafpuder? Nee, es kann nur noch Giftpuder. Ah, puh, sag ich doch. Haha, du bist schuld. Stimmt, ich habe 24 Schneider. Worth it. Erstmal tauschen, weil gegen Mrs. Leaf sollte es nicht so... Ach, warte mal. Hat Miss Leaf? Ja, Miss Leaf hat den Felstyp und nicht den Steintyp. Ich dachte, nicht den Kampftyp.
Ich dachte, das hätte den Kampftyp. Weißt du, was wir hätten machen müssen? Safe State. Safe State ist total uncool. Außerdem ist es ein wildes Pokémon und wir werden zur Not noch ein neues wildes. Moment, da müssen wir halt noch ein paar Pokébälle kaufen, aber. Sandwirbel und so. Genauigkeit sehen. Superball. Wir schmeißen erst auf Porenta. Auf Porenta. Renta, Rentata, Renta. Ja, ich glaube, wir müssen einen Zauberspruch machen. Rentapo. Da rennt er. Adnerop. Adnerop. Achtung. Stupor! Wenn der Expelliarmus ruft, fliegt die Lauchstange weg wahrscheinlich. Meinst du? Expelliarmus. Was ist die Ganzkörperklammer? Stupor. Nee. Ach so. Du weißt Petrificus Totalus. Genau. Sag den Schwur! Petrificus total. Mehr Jungfrau, Mann und Zauberspube! Feind! Fast hätte es. Wir haben jetzt nur noch einen Superball. Sehr, sehr geil. Also, wir verschmeißen den aber, weil ich will dieses Porenta eigentlich haben. Wenn du es jetzt nicht fängst, dann darf ich ein Giotto essen, okay? Du darfst doch so ein Giotto essen. Oh. Das sind auch nur die mit Zitrone. Nur die mit Zitrone. Nur die mit. Das ist genau wie. Oh, das Eis hat leider noch. Ja! Nein, jetzt darf ich kein Giotto essen! Ich hole darauf erstmal ein Giotto, weil ich das nicht verkraften kann. Du wolltest den Kaffee machen. Wir hören jetzt so die Folge sowieso zu Ende. Ach, die Folge, dann verabschiede ich. Moment. Wenn es seine Stange im Notfall auffrisst, begibt es sich sofort auf die Suche nach einer neuen. Ich weiß gar nicht, was du da so guckst. Ich gucke da nicht. Nee, ist ja auch überhaupt nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, morgen wieder zu einer weiteren Folge Pokémon Silber. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, trinken Sie viel und auf Wiedersehen. Oh, und wir werden trainieren. Also nächstes Mal trainiert wieder hier an der gleichen Stelle. Tschüss. Okay. Tschüssi.